Mein Name ist Kevin und das hier ist etwas, das ich nie wieder vergessen werde. Etwas, das mir ein Unwohlsein für den Rest meines Lebens geben wird, wenn ich bei Nacht fahre. Ich habe schon viele Geschichten auf Reddit gelesen, aber nichts ist dem ähnlich, was mir und meinem Kumpel Paul passiert ist. Also, wenn irgendjemand von euch eine Info oder etwas Vergleichbares erlebt hat, bitte sagt es mir, damit ich weiß, was ich gesehen habe. Die eine Nacht fuhr ich die Landstraße unserer kleinen Stadt für knappe 5 Meilen entlang. Es ist die Stadt, in der ich geboren und groß geworden bin. Sie hat knapp 1200 Einwohner. Wenn ich also kleine Stadt sage, meine ich wirklich scheißklein. Jeder kennt jeden und egal was man anstellt, jeder weiß Bescheid. Das heißt, sollte man jemals im Knast landen, erntet man überall diese dreckigen Blicke. Naja, egal. Das ist irrelevant, ich wollte es einfach nur loswerden. Wie ich schon sagte, entschieden Paul und ich uns dafür, die Landstraße aus purer Langeweile entlang zu fahren. In einer so kleinen Stadt sind das einfach die Dinge, die man manchmal macht, weil es nichts anderes zu tun gibt. Wir fuhren die Straße mit knapp 60 Meilen pro Stunde entlang, als mir Paul auf die Schulter tippte. Alter! Alter! Sagte er aufgeregt. Was denn? Entgegnete ich genervt, aufgrund seines aggressiven Pieksens, und schob seinen Finger beiseite. Da steht eine verdammte Frau mitten im Feld! Er drückte sein Gesicht direkt gegen das Fenster. Was? Warum? Ich nahm an, dass ihm seine Augen einen Streich spielten. Wie zur Hölle soll ich das wissen, du Idiot? Sie steht halt dort! Er hatte recht. Eine dumme Frage meinerseits. Ich brachte das Auto zum Stehen und lehnte mich auf seine Seite, um einen Blick zu erhaschen. Zuerst konnte ich nichts sehen, aber dann bemerkte ich sie, neben einem kleinen Baum. Sie war nach vorn gebeugt. Ich nahm an, aufgrund eines schlechten Rückens, und starrte direkt nach vorn. Sie bewegte sich keinen Zentimeter. Sie starrte einfach nur. Irgendetwas war mit der Frau. Ich weiß nicht was, aber es gab mir ein übles Gefühl. Warum zur Hölle stand sie mitten in der Nacht, mitten in einem Feld und tat absolut nichts? Während wir da saßen, wurde die Stille unerträglich. All meine Sinne waren geschärft und Angst machte sich in mir breit. Ein lautes Knacken eines Zweiges brachten Paul und mich fast dazu, uns in die Hosen zu machen. Wir beide fluchten zur gleichen Zeit und versuchten, die Quelle des Geräuschs auszumachen. »The fuck?« fragte ich und drehte mich zu Paul. Mein Blut gefror in dem Moment, als ich Paul anschaute. Er musste meinen Gesichtsausdruck bemerkt haben, denn auch er drehte sich, um zu schauen, was mich so verängstigte. Die alte Frau hatte ihr Gesicht direkt gegen das Fenster gedrückt und grinste mit weit aufgerissenen Augen. Ich weiß nicht, warum ich so schnell reagierte, aber ich drückte auf die Türverriegelung, bevor sie versuchte, Pauls Tür zu öffnen. Alter. Alter. Flüsterte Paul. Es war, als würden wir beide das Gleiche zur selben Zeit denken, während ich nach dem Schlüssel griff, um den Wagen wieder zu starten. Ich drehte ihn um und Gott sei Dank startete die Zündung. Ich fuhr langsam los und das Gesicht der Frau zog sich an meinem Fahrzeug entlang, bis sie es irgendwann nicht mehr berührte. Ich schaute in den Rückspiegel und beobachtete, wie sie uns hinterher starrte, bis sie gute 200 Meter entfernt war. What the fuck? Rief Paul. Ich war wie benommen. Ich konnte nicht einmal sprechen. Mein Mund fühlte sich wie Sandpapier an und mein Hals schmerzte. Alter, wie zur Hölle kam sie so schnell zum Auto? Sie war doch mindestens ein Fußballfeld entfernt, rief er. Ich weiß es nicht, Mann. Ich fand endlich meine Stimme wieder. Wir haben doch nur eine Sekunde weggeschaut. Wir starrten geradeaus, während ich vermutlich keine 20 Meilen pro Stunde fuhr. Wir mussten vielleicht 3 oder 4 Meilen gefahren sein, bis Paul wieder etwas sagte. Alter, wir müssen zurück. Hast du ein Laufen? Bemerkte ich zu seiner wirklich dummen Idee. Nein, ich meine, das ist eine Sackgasse. Er deutete direkt auf das Verkehrszeichen vor uns.
Wir fuhren ein kleines Stück weiter und wendeten langsam das Auto. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Wiederholte sich Paul. Ich schaute verwirrt, als mein Blick die Straße entlang wanderte. Ich konnte nicht glauben, was ich sah. Knappe 50 Meter die Straße hinunter war die alte Frau und starrte zur Seite direkt in den Wald. Alter, wie zur Hölle? Das kann nicht echt sein, versuchte ich mir einzureden. Gib einfach Gas, Mann, einfach durchdrücken und nicht anhalten. Ich schaute ihn an und nickte. Das war wirklich das Einzige, was wir tun konnten. Ich hämmerte meinen Fuß auf das Gaspedal und der Motor heulte auf, während wir immer schneller wurden. Die alte Frau schaute nicht in unsere Richtung, als wir an ihr vorbeirasten. Es war mir egal, ob wir sie anfuhren oder nicht. Diese Frau war nicht normal. Kein Mensch der Welt hätte mit uns mithalten können, obwohl wir nicht sonderlich schnell gefahren waren. Und sicherlich keine einsame alte Frau. Oh mein Gott, ich kann nicht hinschauen. Paul schaute auf seine Füße, als wir an ihr vorbeifuhren. Wir rasten direkt rechts neben ihr vorbei. Wir verfehlten sie nur um einige Zentimeter. Ich fuhr weiter. Wir hatten Glück gehabt. Bis der Motor anfing zu stottern. Nein! Nein! Schrie ich aus voller Lunge. Nein! Bitte! Gott! Nein! Paul weinte nun gänzlich. Ich konnte nichts tun, während sich der Wagen auf 5 Meilen pro Stunde verlangsamte, spuckte und stotterte. Ich drückte das Gas voll durch, aber wir fuhren kein Stück schneller. Es hatte nie so den Geist aufgegeben, aber nun fuhr es wie ein Stück Scheiße. Jesus fucking Christus, Kev! Wir müssen weiter! Sie kommt! Rief Paul. Ich schaute nach hinten und kreischte wie ein Mädchen. Die alte Frau rannte in einer seltsamen Art und Weise hinter unserem Wagen, mit einem verrückten Lächeln her. Heilige Scheiße! Schrie ich und hämmerte wiederholt meinen Fuß aufs Gaspedal. Paul und ich schrien den Wagen an, während wir panisch zurückschauten und die Frau näher und näher kommen sahen. Es fühlte sich an, als würde ich zerrissen werden. Ein Dämon in der Gestalt einer alten Frau. Und dann, bei der Gnade von Gott, fuhren wir endlich weiter. Paul und ich riefen vor Freude, während sie immer weiter und weiter aus unserem Sichtfeld verschwand. Wir machten uns vom Staub und fühlten uns erst wieder sicher, als wir die Stadt erreichten, obwohl wir weiterhin ständig nach hinten schauten und erwarteten, dass sie wieder auftauchte. Alter, das wird uns keiner glauben, sagte Paul mit einem Lächeln. Ich weiß. Willst du heute bei mir pennen? Fragte ich mit der Intention, nicht alleine zu Hause nach diesem Ereignis zu sein. Ich bin froh, dass du fragst, denn ich will wirklich nicht allein zu Hause nach dem Ganzen sein, antwortete er und wir beide lachten. Wir fuhren zu meinem Haus, gingen hinein und warfen den Fernseher an. Nach knapp einer Stunde schlief Paul ein. Ich stand auf, um ins Badezimmer zu gehen und schaute aus dem Fenster. Ich gefror. Die alte Frau stand da, mitten auf der Straße und grinste einfach. Ich glaube, ich werde sterben, aber ich musste das hier noch veröffentlichen. Seid vorsichtig, wenn ihr bei Nacht die Landstraßen entlangfahrt. Man weiß nie, was da draußen auf euch wartet.